Das Land Toussaint, Heimat von Geralt dem Exer und seinen lustigen Freunden. Und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin schon mal gereist zum Großmeisterschmied, um zu gucken, ob wir Kohle für kriegen für die, ich glaube 500 Gold haben wir fürs letzte gekriegt, oder? Ich glaube schon. Sei gegrüßt. Hoffentlich läuft deine Suche gut. Nee, anscheinend nicht. Oder haben wir die nicht komplett, aber wir haben die eigentlich komplett. Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. Kann mir ja die Schatzsuche nochmal angucken. Mir war so. Oh, scheiße. Oh, jetzt ist aber hier gut. Quest. Nee, jetzt fehlt auch nur noch die Katzenschuhrüstung. Na gut, okay. So, dann würde ich sagen, heute widmen wir uns mal endlich der Hauptquest. Wir haben zwar noch ein paar Nebenquests für Level 38, 37. Ach, was ist das denn? Ach, das ist die Weinfäden-Geschichte, ja, ja. Da machen wir lieber hier das Deus Ex Machina und gucken, was da wirklich hintersteckt. Das liegt ja ungefähr in der Richtung. Ich würde sagen, wir reiten jetzt erstmal zur Hauptquest und machen die. Und die Witcher-Quest, die können wir auch später noch machen. So, wo lang? Hier lang, glaube ich. Da unten ist es irgendwo. Letzte. Hier sind wir ja schon mal runtergeritten, am Anfang einer Folge, glaube ich. Und wir sind ein zweites Mal sehr mutig. So, und dann wollen wir jetzt erstmal sehen, wie es mit der Hauptquest weitergeht, bevor wir hier... Wir haben schon fast alles erforscht. Laufplätze. Außer eine Ecke, die wir noch nicht gesehen haben. Die heben wir uns mal auf. Da wird uns sicherlich die Hauptquest noch hinführen. Ansonsten gehen wir dann halt zu späterer Zeit nochmal dahin. So, ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinreite. Naja, das wird, glaube ich, verkehrt sein. Da hinten irgendwo in dem Wald war das. Bei dem Dorf da hinten. Reiten wir erstmal hin und dann gucken wir. Dunkler Wald, ja genau. Hier habe ich ja was befreit, kann das sein? Ich gucke mal nach. Ach, wir sind schon zu weit geritten. Na, das ist ja ein Ding. Umdrehen. Und dann die nächste größere rechts. Kommt mal das hier? Ich glaube fast gar nicht. Oh doch, das kommt hin. Der kommt da nicht runter. Beweg dich. Plötze. Kannst du mal ein Schwert ziehen? Ey, gibt's doch nicht. Hose. Nice. So, looten. Danke. Hallo? Dieser Regis. Natürlich müssen wir uns hier treffen. Auf einem Friedhof. Wo denn? Ich sehe gerade nicht, was mich angreift. Hier oben. Ah, da.
Feier einfach. So, steck weg die Kacke. So, das scheint mir hier der Eingang zu sein, den wir gesucht haben. Zack. Oh, bevor es hier richtig zur Sache geht gleich. Kann man nochmal ein Minütchen sich ausruhen. Regis! Regis! Verflixt, abgeschlossen. Regis! Aber falsch bin ich hier nicht. Das muss es sein. Hier muss es doch noch einen Eingang geben. Hm. Okay. Da. Oh. Okay. Das war einfach. Kam der jetzt her? Egal. Also das scheint mir hier der Eingang zu sein. Dann springen wir mal rein. Oh Mann. Kikimora. Schon wieder so weit. Ach ja, wir treffen uns mit Regis, dem Vampirfürsten. Genau, ich wollte gerade sagen, ich bin schon wieder so weit, dass ich gar nicht mehr weiß, mit wem wir uns hier genau treffen. Aber jetzt ist es mir gerade bewusst geworden. Oh, warte mal, hier hat was. Mein Medaillon hat vibriert. Kikimora-Eier. Ich muss sie einäschern. Aber gut, was wäre denn jetzt, wenn wir das nicht getan hätten? Hm. Mich mal interessiert, ob das Auswirkungen hat. Da scheint es nicht weiterzugehen. Oder? Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Keira mir gegeben hat? Ah. Interessant. Oh, Casus Forderis. Ein geiles Schwert. Geil. Schwur eines Ritters. Hier ruht Ritter Ramon von Gichon. Auf einem Grab ist nicht das Antlitz des Mannes zu sehen, auf meinem Grab des Mannes zu sehen, der einst gelebt hat. Ich habe mich mit Herz, Seele und Körper dem Rittertum verschrieben und wünsche, als Ritter in Erinnerung zu bleiben. Das Symbol der Ritterschaft ist ein nacktes Schwert und dieses Symbol ruht über mir. Das Schwert, das meine Ehre, meine Freunde und mein Herz verteidigt hat. Das Schwert, das mir näher war als mein Bruder. Das Schwert, das nie mit dem Blut eines Unschuldigen befleckt wurde. Es soll für immer auf diesem Stein ruhen. Okay. Will ich mal gleich gucken. Da ist es. Oh, es macht sogar mehr Schaden als unser Witcher-Schwert. Ne? Das ist echt hart. Wird verkauft. Wir wollen die Wolfsrüstung und da bleiben wir bei. Ich habe schon gelesen, dass es noch bessere Rüstungen geben soll als die Wolfsrüstung. Also dass es nicht das A und O ist, aber sie sieht verdammt geil aus. So, dann schauen wir mal, was Regis zu sagen hat. Verabredet mit einem Vampir auf einem Friedhof. Noch mehr Klischee geht nicht. Nein, wohl nicht. Du hättest die Tür offen lassen können. Und meine Privatsphäre? Die ist mir wichtig. Ich mag es nicht, von ungebetenem Besuch belästigt zu werden. Außerdem wusste ich, dass du irgendwie reinfindest. Ganz recht.
Ich muss deinen Freund finden. Ich hoffe, du bist bereit, mir zu helfen. Ich werde tun, was ich kann. Aber deine Wünsche und Absichten spielen kaum eine Rolle. Wichtig ist, was Detlef will. Wenn er nicht gefunden zu werden wünscht, dann findest du ihn nicht. Punkt. Komm schon, das muss doch möglich sein. Vampire können sinnliche Erfassung vermeiden. Und Weissagungsmagie funktioniert bei ihnen auch nicht. Das präziseste Megaskop wäre zwecklos. Und dies? Kann das helfen? Wo in aller Welt hast du denn das her? Eines der Opfer wurde in der Flussbiegung gefunden. Der Körper war zerteilt. Man fand drei Hände. Die Hand mit dem Ring kam mir seltsam deplatziert vor. Eine Bruxa hat sich dafür interessiert. Es ist zweifellos Detlefs Hand. Die wird prima funktionieren. Der Ring ist interessant. Ich kenne das Metall nicht. Und die Verzierungen? Er stammt aus unserer Heimat, in der wir vor der Sphärenkonjunktion lebten. Er gehört mir. Ich erhielt ihn von einem guten alten Freund. Du könntest ihn als Humanisten bezeichnen. Er sah uns Vampire als Gäste hier, die ihren Gastgebern, also Menschen und alten Völkern, Respekt schulden. Respekt? Also keine Behandlung wie Schlachtvieh? Genau. Und ich wiederum gab den Ring Detlef, um ihn an die Ideale meines alten Freundes zu erinnern. Die Hand. Was hast du damit vor? Du kennst gewiss die Theorie von Covinarius zum Gewebegedächtnis. Da klingelt was. Ich habe in der Alchemia Oblitera davon gelesen. Es gibt eine alte, zerlesene Ausgabe in Kaer Morhen. Wenn ich mich recht entsinne, konnte Covinarius das Gewebegedächtnis nie nachweisen. Doch, konnte er. Er konnte nur seine Ergebnisse nie veröffentlichen. Wir standen in Kontakt, nachdem wir Freunde geworden waren. Daher weiß ich, dass er seine Forschungen und erste Tests abgeschlossen hatte. Es ist kompliziert. Ohne in Einzelheiten zu gehen, es ist möglich, anhand von beliebigen Gewebeproben zu rekonstruieren, was dem ganzen Körper zugestoßen ist. Wie funktioniert das? Brauchen wir Spezialausrüstung? Wir müssen einen Absud brauen, für den Covinarius den poetischen Namen Resonanz fand. Der versetzt uns wie ein Narkotikum in Trance. Er löst Visionen von Ereignissen aus, die mit starken Emotionen desjenigen verbunden sind, dem das Gewebe gehört. Man träumt quasi einen Ausschnitt des Lebens eines anderen. Können wir vielleicht sehen, was Detlef tat, bevor er die Hand verlor? So ist es. Ich hoffe allerdings, dass die Resonanz uns auch verrät, wo Detlef sich verborgen hält. Kannst du Detlef nicht einfach herbeirufen? Ihr seid beide höhere Vampire, das muss doch möglich sein. Wenn ich ehrlich sein soll, es gibt wirklich eine Möglichkeit. Aber glaub mir, wir sollten sie nur dann nutzen, wenn uns keine andere Wahl bleibt. Als letzten Ausweg also? Und warum? Ach, es gibt ein Wesen, das die Autorität und Macht hat, Detlef herbeizurufen. Wann und wo es will. Aber dieses Wesen auch nur aufzusuchen, Kontakt aufzunehmen. Lieber hangelt man sich an einem morschen Seil über einen offenen Vulkan. Okay. Es wäre für mich und für dich der helle Wahnsinn. Ich bin nicht bereit, so ein Risiko einzugehen. Ich bitte dich, machen wir es so, wie ich sage. Das geht schneller und ist einfacher. Ja, das machen wir auch. Covinarius hat sein halbes Leben damit verbracht, seine Theorie zu beweisen. Es wird wohl nicht einfach sein, diesen Resonanzabsud herzustellen. Richtig geraten. Wir brauchen nicht nur Gewebe von Detlef, sondern auch ein potentes Okzipitallappenstimulans. Also praktisch ein Gift, das empfänglich für Visionen macht. Tja, wir hätten da eine gewisse Auswahl. Leider ist alles recht selten. Da wären Blenderdrüsen, aber wir müssten mindestens nach Vysima reisen.
Speichel von Fleckenwichten geht auch, aber die sind seit über 100 Jahren ausgestorben. Und Koboldaugen wirken ebenfalls, aber Kobolde sind vernunftbegabt. Denen würde ich lieber keine Augen ausreißen müssen. Wir haben nicht die Zeit, um selbst auf die Suche zu gehen. Erlaube, dass ich uns Hilfe hole. Na, wen holt er jetzt? Da bin ich gespannt. Was? Was war das? Ein Rabe. Nicht ungewöhnlich in diesen Breiten. Sehr intelligente Vögel. Ich bat ihn, nach den Kreaturen zu suchen, die du erwähntest. Ihn und seine Kollegen. Vielleicht finden sie in der Gegend etwas. Ich nehme an, ein Rabenschwarm ist fixer als ein einzelner Hexer. Das ist wohl wahr. Ohne deine Fähigkeiten in Zweifel ziehen zu wollen. Dennoch werden sie eine Weile brauchen. Also, wie wär's mit einem Allraunenschnäpschen? Ja, wir sind ja frisch gedingst, ja klar. Zu einem Schnaps sage ich nicht nein. Leider ist das eher Wein als Schnaps geworden. Noch besser. Ich kenne deinen rauen Schnaps. Der lässt einen Dinge sagen, die man besser für sich behalten hätte. Was in aller Welt sollte Geralt von Riva lieber für sich behalten wollen? Du glaubst wohl, du kannst mich so einfach in die Falle locken. Ich fürchte, da musst du dir schon etwas mehr Mühe geben. Eine Herausforderung. Ich bin ganz Ohr. Was muss ich tun? Fang du doch an. Was hast du für Geheimnisse? Vampire, interessante Kreaturen, führen doch ein faszinierendes Leben. Interessiert dich was Bestimmtes? Jetzt hast du ein neues Leben, einen neuen Körper. Ist das ein Neuanfang, eine leere Tafel? Ein Neuanfang ist eine komplexe Sache. Was genau meinst du? Zum Beispiel deinen Blutdurst. Erinnert dein Körper sich noch daran? Vielleicht würdest du jetzt nicht mehr süchtig danach, wenn du Blut trinken würdest. Alle Süchte sind Sklaverei. Ich bin nicht geneigt, mich diesem Risiko auszusetzen, nur um eine Hypothese zu physischer Regeneration und Stabilität von Neigungen zu testen. Schon gut. Ich war nur neugierig. Tut mir leid. Keine Sorge, Geralt. Neugier ist unter den Umständen eine natürliche Reaktion. Und eine Eigenschaft, die ich an dir stets geschätzt habe. Das Regenerationsvermögen von Vampiren hat mich schon immer fasziniert. Eine nachwachsende Hand ist eins, aber eine Auferstehung aus einem nassen Fleck. Es ist schwierig und aufwendig, aber doch möglich, wie meine Anwesenheit beweist. Aber wie ich hörte, hast auch du einiges erlebt. Angeblich hattest du das Gedächtnis verloren. Eine Weile. Triss hat mir geholfen, mich zu erholen. Ich habe noch Glück gehabt, dass ich nur eine Amnesie hatte. Ja, ihr Menschen seid in dieser Hinsicht dumm dran. Dabei ist es so leicht, euch ums Leben zu bringen. Ihr habt mir da immer leid getan. Oh, sehr nett. Uns Vampiren ist viel schwieriger beizukommen. Wenn wir tatsächlich umgebracht werden, können wir mit Hilfe eines höheren Vampirs wieder auferstehen. Oh, nur hat wenn die wir Nase von der Hand gegossen. Eines anderen Vampirs sterben, ist der Tod für immer und es gibt keine Auferstehung. Das ist einer der Gründe, warum höhere Vampire vor langer Zeit geschworen haben, nie gegeneinander zu kämpfen. Das klingt alles sehr, sehr logisch. Wie ist es denn, so tot zu sein? Ich muss dir die Frage stellen, die sich jeder stellt. Was geschieht nach dem Tod?
Ich soll dir sagen, ob der menschliche Glaube an Götter begründet ist? Das kann ich nicht. Wir Vampire sind komplett andere Wesen als ihr Menschen. Wir können ohne Form existieren. Wir brauchen kein Herz, kein Hirn und keinen Atem. Warst du dann tot? Nach menschlichem Verständnis des Begriffs, ja. Und hast du etwas gefühlt oder gedacht? Schwer zu erklären. Ich fühlte etwas sehr Unangenehmes. Ich kann es nicht mal benennen, weil ich nicht denken konnte. Erst nach meiner Auferstehung begann ich zu begreifen, dass es kalte, unvorstellbare Angst war, die ich gefühlt hatte. Wäre Detlef nicht gewesen, wäre ich wohl im unendlichen, eisigen Terror ertrunken. Dann kannst du nicht lebendig gewesen sein. Puh, ein übles Erlebnis. Tja, wirklich. Es ist mit kaum etwas zu vergleichen. Aber wir sehen den Tod trotzdem anders als ihr. Ihr klammert euch ganz erstaunlich ans Leben. Dabei seid ihr sterblich. Die Sache ist schon ausgemacht. Der Tod ist euch gewiss. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist schwer zu verstehen, warum ihr euch so abrackert. Ob man nun mit 20 stirbt, mit 40 oder 100. Das sind doch alles nur Augenblicke. Kommt auf den Standpunkt an. Wer 1 Million Kronen ausgeben kann, versteht jemanden nicht, der nur 20 Kronen hat. Wie wahr? Es hängt wirklich viel vom Standpunkt ab. So, wo bist du gewesen? Was hast du getrieben? Ja, das fragen wir jetzt auch nochmal, dann haben wir es mal rund gemacht. Ich wüsste gern, was du getan hast, nachdem du auferstanden bist. Da war ich zunächst vollauf mit meiner Erholung beschäftigt, wie du dir vorstellen kannst. Ich bin immer noch nicht der Alte. Aber im ersten Jahr war ich so schwach, dass ich nicht gehen und stehen konnte. Detlef ertrug meine Schwäche mit großer Geduld. Wäre er nicht gewesen, wäre ich jetzt nicht hier. Denn meine Regeneration hätte viel länger gedauert. Als ich endlich alleine stehen konnte, ging ich nach Brugge, in meine einstige Heimat Dillingen. Ich lebte das friedliche Leben eines Heilers und Chirurgen auf dem Lande. Ich genoss den Respekt meiner Nachbarn und tat eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was Vampire nach landläufiger Meinung so machen. Brugge? Hat deine Auferstehung dich sentimental gemacht? Vielleicht ein wenig. Und du? Wo bist du gewesen? Hast du Cirilla gefunden? Damals. Schon. Und dann habe ich sie wieder verloren. Und als die Zeit reif war, kam sie zurück und wir besiegten gemeinsam die wilde Jagd. Oh. Da habe ich ja wirklich was verpasst. Und ob. Aber wir reden ein andermal darüber. Jetzt wüsste ich gerne mehr von dir. Also gut. Lassen wir uns drauf ein. Du hast eine Frage frei. Was willst du wissen? Nur eine Frage an eine so faszinierende Persönlichkeit wie dich, Gerald? Ja, überleg sie dir gut. Welch grausamer Geiz. Ich tue mein Bestes. Wenn du sterben und auferstehen würdest wie ich, würdest du wieder Hexer werden? Natürlich. Weißt du, Regis, ich weiß nicht, ob ich zu was anderem tauge. Hast du es je versucht? Ich sehe, so leicht werde ich dich nicht los. Du willst eigentlich wissen, ob ich gerne Hexer bin. Und du fragst wie üblich nicht direkt. Ich bin gern auf der Jagd. Lese Spuren, finde Hinweise. Und ich mag die Spannung vor dem Kampf. Nichts setzt so viel Adrenalin frei wie ein Kampf gegen eine Bestie. Oh ja. Sogar an die Verachtung der Menschen habe ich mich gewöhnt. Ja, ich denke nicht oft drüber nach, aber ich bin gerne Hexer. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Gern geschehen. Sie ist eine Eigenschaft der wahrhaft Mutigen. Und daher das Privileg nur weniger. Jetzt kommt der Rabe. Keine Spur von deinem gefiederten Freund. Hat er dich auch bestimmt verstanden? Todsicher. Warten wir noch eine Weile. Er kommt bestimmt bald zurück.
Interessantes kleines Gespräch. Na, doch gepennt. Immer wachsam, sogar im Schlaf. Fast wie ein Vampir. Ob sie euch bei der Kräuterprobe wohl ein paar unserer Gene unterjubeln? Vielen Dank für die Blumen. Was gibt's Neues? Du hattest recht. Meilenweit keine Kobolde und keine Blender. Na klar. Darf ich ausreden? Es gibt einen Fleckenwicht in einem verlassenen Anwesen im Karoberta-Wald. Unmöglich. Meinesgleichen haben sämtliche Fleckenwichte ausgerottet, bevor ich geboren wurde. Dann musst du wohl deine Ansichten über Fleckenwichte korrigieren. Dieser hat jedenfalls den Hexerfeldzug überlebt. Ich glaube, ich kenne das Haus, in dem er sich eingenistet hat. Die Leute halten es für verflucht. Vielleicht konnte er deswegen ungestört dort hausen. Weißt du noch mehr über den Fluch? Ich erinnere mich kaum. Mich interessieren solche Sachen nicht sehr. Er wurde mir gegenüber eher als Anekdote erwähnt. Komm schon, streng dich an. Alles könnte wichtig sein. Irgendwie ging es um Hunger. Oder Gier? Raublust. Jemand wurde bestraft. Das wäre die Lehrbuchdefinition eines Fluchs. Tut mir leid, Geralt. Ich belaste mein Gedächtnis nun mal nicht mit den Details jeder x-beliebigen Geschichte, die ich höre. Was denkst du? Ein Vertreter einer längst ausgestorbenen Rasse und ein Fluch am selben Ort. Zufall oder stehen sie in Zusammenhang? Ah, professionelle Neugier. Ich habe nichts dagegen, dass du diese Frage untersuchst, aber denk bitte dran, dass wir nur etwas Speichel vom Wicht brauchen. Sonst nichts. Wichte wohnen selten in Wäldern. Erst recht nicht in verlassenen Häusern. Sie bewohnen die entlegene Wildnis, alte Friedhöfe. Worauf willst du hinaus? Vielleicht ist es gar kein Fleckenwicht. Dein gefiederter Freund könnte sich geirrt haben. Das möchte ich bezweifeln. Raben sind hochintelligente Kreaturen mit hervorragender Beobachtungsgabe. Und was genau haben sie beobachtet? Das Gebiet und das Anwesen ist voller Löffel. Löffel? Löffel? Erspar mir das skeptische Grinsen. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Vielleicht hortet dieser Fleckenwicht Schätze. Oder die Löffel haben etwas mit dem Fluch zu tun. Na gut. Also los. Du setzt schon mal den Absud an. Ich besorge den Speichel. Den müsste ich in seiner Suppe finden. Meinst du, der Wicht verkauft dir einfach was? Im schlimmsten Fall bringe ich die Speicheldrüsen mit. Die müssten es auch tun. Ich dachte schon, du wolltest ihn bitten, in ein Reagenzglas zu spucken. Ja, die Speicheldrüsen wären wunderbar. Also, bis später. Ja, bis dann. Ich fange mit ein paar Büchern an. Bücher? Ich dachte, du machst den Absurd. Wir brauchen da noch eine Zutat. Aber die muss man erst mal kriegen. Hoffentlich kann ich eine Alternative finden. Gut. Oh Mann. Viel Glück. Dir auch, mein Freund. Das klingt ja nach einer Riesenaufgabe. Nur den Absurd herzustellen. Erfahrungspunkte 22. Ja, super. Nicht. Emi Reges, Rolekteris, irgendwas. Gut. Bestiarium, Fleckenwicht. Können wir mal ganz kurz reingucken. Was ist der denn dann? Ein Ogrid? Verfluchte Wesen. Ist auch kein verfluchtes Wesen. Ist da ein Relikt? Er ist auch kein Relikt. Das ist immer schwierig. Ogrid ist er auch nicht. Nee, Nekro... Da, doch. Fleckenwicht. Nekrophagenöl. Igni.
So, Ast rein. Ja gut. Einmal auf der Karte angucken, wo das ungefähr ist. Ach, das ist hier gleich. Ach, das ist gleich da. Hier ist die eine Quest mit den mit der Weinfehde und da ist der. Dann können wir die auf dem Weg oder auf dem Rückweg dann noch erledigen, die Weinfäden-Quest. Gut, dann haben wir das erledigt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir einen Cut und in der nächsten Folge geht es genau hier weiter. Main bleiben, bis dann. Tschüss.